Nicht erst seit Oslo weiß man, es gibt ein neues rechtes Spektrum in Europa, das sich vom Antisemitismus abgewendet und einen neuen Feind entdeckt hat, den Islam. Sie nennen sich Islamkritiker. Kritiker, das klingt ja so sachlich. Doch sind da wirklich nur harmlose Kritiker? Es gibt Brandstifter und geistige Brandstifter. Und hat die eigentlich jemand im Blick? Isabel Schajani und Jan Schmidt über eine neue Bedrohung, die offenbar niemand so richtig ernst nimmt. Ein Brandanschlag im Rohbau der Moschee in Bergkamen. Nur einen Tag nach den Morden in Norwegen ist das passiert. Die Gemeindemitglieder sind spürbar verunsichert. Es kam für uns plötzlich, das beunruhigt uns natürlich. Angst will ich zwar nicht sagen, ist nicht schön sowas. Die Islamophobie, die wächst ja in Europa. Wenn sowas passiert, was soll ich da an erstes denken? Diese Gemeinde gehört zum umstrittenen Moscheeverband Miligörisch. Deswegen vermeidet der Bürgermeister den Kontakt mit ihr. Aber gilt das auch nach einem Brandanschlag auf das Gotteshaus? In der Gemeinde sind sie enttäuscht, dass der Bürgermeister auch eine Woche danach immer noch nicht da war. Als wir ihn bitten, kommt er. Entschuldigen Sie mal, wir haben über 400 Einsätze unserer Feuerwehr jedes Jahr. Über 400 Feuerwehreinsätze. Da kann ich nicht zu jedem Brand hinkommen. Und das ist einfach auf derselben Ebene für mich wie das Anstecken von Müllcontainern, wie das Abbrennen von gelben Säcken. Eine Islamfeindschaft in Bergkamen, wird der Bürgermeister gleich sagen, die sehe er wirklich nicht. Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft von einem fremdenfeindlichen Anschlag aus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Wir möchten wissen, ob islamfeindliche Anschläge in Deutschland zugenommen haben und fragen das Bundeskriminalamt. Die Auskunft? Man weiß es nicht. Denn diese Kategorie wird gar nicht erhoben. In Berlin gab es im vergangenen Jahr eine ganze Anschlagsserie auf Moscheen. Aber auch das LKA Berlin erhebt keine Zahlen. Wächst denn die Islamfeindlichkeit? Wahlkampf in Berlin, gestern. Eine Demonstration der Partei Die Freiheit. Sie wollen den Vormarsch des Islam aufhalten. Sie sind bürgerlich, mittelständisch und gerne deutsch. Im Windschatten der Sarrazin-Debatte gründete sich die Partei am rechten Rand. Mittendrin Markus Hoppe, der für die Partei kandidiert. Ein Mann mit Vergangenheit. Bis letzten Sommer wählte er noch andere Methoden, um die islamische Gefahr zu bekämpfen. Er gehörte zur Berliner Gruppe von Politically Incorrect, PI. PI ist die populärste Internetplattform der Islamgegner. Mit anti-islamisch und rassistisch ist sie freundlich umschrieben. Auf PI-News werden Fakten berichtet und Meinungen veröffentlicht, die zum großen Teil einfach nur die Realität widerspiegeln. Und diese Realität wird in den Mainstream-Medien und von der Politik überhaupt nicht wahrgenommen. Wie ein Krebsgeschwür. Solche Zitate findet man in den Blogs und in den Foren von Politically Incorrect. Dieses Gesochse sollte man im Klo runterspülen. Scheiß Moslempack, denken die etwa, wir können denen den Hals nicht durchschneiden? Aber das ist immer wieder das Gleiche. PI wird dann genannt und dann gibt es ein Zitat irgendwo aus dem Kommentar, da hat irgendjemand nach 3 Bier um 11 Uhr seinen Frust abgelassen und irgendwas geschrieben, was völlig daneben ist, meinetwegen. Ja? Es gibt ja einen Moderator, der das löschen könnte. Das weiß ich nicht, die Internas habe ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Kann einer, der sich selbst im vergangenen Herbst noch als das Gesicht von PI in Berlin präsentierte, nicht wissen, was seine Gruppe treibt? Diese Bilder hat die PI-Gruppe Berlin in Umlauf gebracht. Kandidat Hoppe distanziert sich. Nee. Damit habe ich nichts zu tun. Damit habe ich nichts zu tun. Das kann ich Ihnen sagen. Also mir geht es mir gar nicht, also mit dieser Seite. Aber Sie gehören noch zu der PI-Gruppe Berlin? Nein. Bei uns liegt Schriftwechsel vor, dass Sie da zu dieser internen Gruppe gehören. Ich war in dieser Gruppe sozusagen assoziiert, habe mich aber vor längerer Zeit. Wann denn? Müsste ich jetzt überlegen, ich weiß gar nicht, aber es ist wirklich schon lange her. Lange her? Noch im vergangenen Herbst gehörte Hoppe nämlich zum inneren Zirkel der Gruppe. Da gab es die Aufkleber längst. Damals nutzte er die Anonymität des Internets. Heute tritt er offen und bürgerlich auf. Von geistigen Brandstiftern will er nichts mitbekommen haben.
Das Bundesinnenministerium fragen wir, ob der Verfassungsschutz Politically Incorrect und andere islamfeindliche Blogs beobachtet. Antwort: Nein. Man halte die Seiten zwar für provozierend und populistisch, aber die Meinungsfreiheit habe einen hohen Wert. Das fällt alles unter die Meinungsfreiheit? Die Moslems müssen ausgewiesen werden. Endstation Galgen wie damals in Nürnberg. Nicht die Muselaffen. Die Politiker, die das angestellt haben, muss man dafür an die Wand stellen. Diese Zitate legen wir Richtern und Staatsanwälten des neuen Richterbundes vor, die sie für Monitor bewerten. Wenn man in den Diskussionsforen und Internetblogs zur Islamkritik nachliest, wird einem richtig schlecht. Es ist vielfach volksverhetzender Inhalt, den man darin findet. Ich kann mich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn ich volksverhetzend tätig bin. Das ist ein Verbrechen, weil es sich gegen die Menschenwürde richtet. Volksverhetzende Texte, die zu Gewalt aufrufen. Und so dringen islamfeindliche Gedanken in die Gesellschaft. Der Mörder von Oslo hat auch zu den Seiten von PI verlinkt. Islamkritik ist ein intellektuelles Kriegsspiel. Die erlaubt es den Leuten, sich halt hineinzuversetzen in heroische Rollen der Verteidigung einer angeblich gefährdeten, aufgeklärten Zivilisation. Nehmen wir die Veränderung wahr? Der Sicherheitswall der Schehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln, der ist neu. Im letzten Jahr hat ein 30-Jähriger viermal versucht, diese Moschee anzuzünden. Und drei andere Moscheen auch. Das Gericht urteilte, der Täter sei zwar ausländerfeindlich, aber wohl psychisch gestört. Das ist ja fast so ein bisschen wie in der Synagoge. So kann man das vielleicht leider Gottes. Also eigentlich gab es noch nie Probleme. Seit letztem Jahr ist natürlich auch die Befürchtung gestiegen bei den Leuten, die die Moscheen besuchen, dass es in Zukunft auch solche Anschläge geben könnte. Islamfeindlichkeit. Bislang schauen wir lieber weg.